Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Auch heute befinden wir uns wieder in dem wundervollen Buch Kreml und Vatikan. Ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Wie gesagt, zur 20. Lesung heute. Und wir sind immer noch in dem Kapitel Revolution in Europa. Das ist ein sehr ergiebiges Kapitel mit auch viel Kommentaren. Weshalb ich jetzt auf Seite, wo ist denn das hier, 186 unten anfange. Der letzte Absatz mit dem Herzog von Saint-Simon, wie angekündigt, dass ich da nochmal einen Kommentar zu habe, den ich noch nicht gegeben habe in der letzten Sendung. Ich hatte dabei geschrieben, dass ich das jetzt besprechen soll. Gelesen, ja, aber noch nicht wirklich besprochen. Der Herzog von Saint-Simon, der lebte zwischen 1675 und 1755, hatte über diese Institution der Affiliierten der Jesuiten geschrieben, über die wir bereits vorher geschrieben haben, ne? Weil ja hier der Napoleon einerseits Freimaurer war, andererseits den Jesuiten beigetreten war und eben auch in den Carbonari war. Und über diese Affiliierten der Jesuiten, weil er war ja kein Jesuitenpriester, hat also der Saint-Simon bereits geschrieben, Zitat, stets haben die Jesuiten unter den Laien, die zu ihrer Gesellschaft gehören, Leute aus allen Berufen. Die Tatsache ist gewiss. Diese Aggregierten legen die gleichen Gelübde ab wie die Jesuiten, soweit ihr Stand das gestattet. Das heißt, das Gelöbnis unbedingten Gehorsams dem Ordensgeneral und dem Ordensoberen gegenüber. Das Gelübde der Armut und Keuschheit sollen sie ersetzen durch die Dienste und den Schutz, den sie der Gesellschaft Jesu leisten. Besonders aber durch grenzenlose Unterwürfigkeit den Oberen und dem Beichtvater gegenüber. Die Politik kommt dabei auf ihre Rechnung durch die sichere Hilfe dieser heimlichen Bundesgenossen. Ende Zitat. Und diese Aussage des Saint-Simon ist so wichtig, dass ich da noch mal kurz drauf eingehen möchte. Also, wir wissen ja, dass die Jesuiten so gesagt verboten wurden mit der Bulle Dominus ac Redemptor Nostro von Papst Clemens XIV. Im Jahre 1773. Da war der Saint-Simon schon gestorben. Der lebte ja nur bis 1755. Deswegen hat er trotzdem geschrieben über die sogenannten Affiliierten. Diese Affiliierten, oder wie es hier bei ihm dann auch heißt, diese Aggregierten, sind das, was wir heutzutage Jesuiten-Koadjutoren nennen. Koadjutatoren. Das sind also Leute, die sich dem Geist des Jesuitismus verschrieben sehen, die aber nicht die Priestergelöbnisse ablegen oder ablegen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht auch manchmal nicht ablegen können. Vielleicht auch, weil sie einem anderen Glauben angehören. Man denke zum Beispiel mal an Juden, die willig den Jesuiten dienen. Ja, das nochmal eben dazu. Da wissen wir, da gibt es die Rothschilds, die ja in der Enzyklopädie, in der jüdischen Enzyklopädie geschrieben stehen, als die Wächter des päpstlichen Schatzes. Natürlich sind sie damit durchaus eben auch solche Affiliierten der Jesuiten, wenn sie das bei der römisch-katholischen Kirche machen. Aber sie sind eben keine Jesuitenpriester. Nun, der Punkt, auf den ich hinaus will, mit dem Verbot von Clemens XIV. 1773. Ich habe euch ja gesagt, dass meines Verständnisses nach, so weit wie ich das studiert habe und verstanden habe, dieses Verbot der Jesuiten überhaupt kein richtiges Verbot war. Wir hatten ja auch vorher schon gelesen, man kann die Jesuiten nicht hinausschneißen, man kann sie nur hinauslachen, wenn man eben die Schulen richtig organisiert nach dem Geiste von, was Martin Luther 1520 geschrieben hat. Ich will nicht immer dieselben Dinge wiederholen, aber es hängt nun mal eben alles so zusammen. Der Punkt ist, das war eine San Tzu, was hier auch eine Erfindung der Jesuiten ist, San Tzu, das war eine San Tzu-Kriegstaktik, psychologischer Krieg, um dafür zu sorgen, dass man schwach dasteht, wenn man stark ist, und stark dasteht, wenn man schwach ist. Und eine Deckung aufgeben, um eine andere Deckung aufzuziehen. Ja? Wenn die Jesuiten ihren Orden offiziell verboten lassen und es sie offiziell nicht mehr gibt, dann hat die Welt keine Angst mehr vor den Jesuiten. Als sie aber wieder zugelassen wurden, 1814 und danach, sind sie verstärkt säkularisiert gewesen. Das heißt,
sind immer noch Jesuitenpriester, aber sie sind nicht mehr als Jesuitenpriester erkennbar. Das waren sie vorher auch schon, deswegen schreibt der Saint-Simon, der ja nur bis 1755 gelebt hat, da auch bereits drüber, aber nicht in dem Maße. Später und gerade heute, wo wir sind, ist das noch viel mehr der Fall, dass Jesuiten eben unter allen möglichen Kutten, und damit meine ich jetzt eben nicht Mönchskutten, sondern unter aller möglichen Kleidung, unter aller möglichen Deckung leben und als solche gar nicht mehr zu erkennen sind. Ja? Deswegen schreibt er, stets haben die Jesuiten unter den Laien, die zu ihrer Gesellschaft gehören, Leute aus allen Berufen. Der Anwalt, den du kennst, kann ein Jesuit sein. Der Filialleiter der Firma dort drüben kann ein Jesuit sein. Der Abgeordnete der Partei so und so, dort und dort, kann ein Jesuit sein. Es ist sogar vielleicht möglich, dass nicht nur jetzt ein Anwalt, sondern eben auch Richter und andere, ich sag mal jetzt hochgestellte Berufe, Notare zum Beispiel, die natürlich dann auch ihren Beruf wunderbar gebrauchen oder missbrauchen können, um den Jesuiten zu dienen, auch versteckte Jesuiten sind. Ja? Und auch viele bürgerliche Berufe. Das ist eben so genannt, eben auch die fünfte Kolonne der Jesuiten. Wir haben ja über die fünfte Kolonne der Katholiken bereits gesprochen. Also unter den Laien, das heißt unter den zwar Gläubigen oder eben unter den selbst nicht Gläubigen, aber eben Menschen guten Willens. Ihr erinnert euch an Goodwill, Lucy's Trust. Die Leute, die da angesprochen werden, können auch oft durch jesuitische Ausbildung zu Koadjutoren herangezogen werden. Wir sprechen hier über einige hundert Jahre zurück. Das war damals schon bekannt, das war damals schon, dass das passiert war. Und mein Punkt ist halt, dass dieses Verbot der Jesuiten Ende des 18. Jahrhunderts dafür sorgen sollte, dass die Menschheit die Angst vor den Jesuiten verliert. Die Jesuiten gibt es nicht mehr. Und als sie wieder zugelassen wurden, da war das ja alles nicht mehr so schlimm wie vorher. Außerdem wussten das ja 40 Jahre später weniger Menschen. Und. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist der folgende. Wenn wir einmal eben in das Buch Herrscher des Bösen gehen, da steht im ersten Kapitel, und zwar, das heißt ja, das verborgene Rom. Zitat aus Seite 3. Das Vatikanische Konzil von 1964 instruierte Politiker in seiner Verfassung, ihre politischen Ämter zu nutzen, um die römisch-katholischen Ziele zu fördern. Katholische Laien, wo haben wir jetzt gerade drüber in dem Buch hier gesprochen? Wie hieß es? Moment, die Seite eben aufrufen. Stets haben die Jesuiten unter den Laien, die zu ihrer Gesellschaft gehören. Und hier spricht Tapasorsi von den Laien der römisch-katholischen Kirche. Ja? Katholische Laien, Zitat, wo immer ihr auch seid, ihr seid aufgerufen, all eure Energie zum Wohle, Gedeihen und zur Heiligung der Kirche einfließen zu lassen. Und die Kirche an allen Orten und Umständen präsent und wirksam zu machen. Denn nur durch euch kann sie zum Salz der Erde werden. Ende Zitat. Das Zweite Vatikanische Konzil unterrichtete weiterhin alle Katholiken gemäß ihren gleichmäßig zu verteilen. Da ist anscheinend ein Fehler, das ist mir gar nicht aufgefallen bis jetzt. Das Zweite Vatikanische Konzil unterrichtete weiterhin alle Katholiken, sich gleichmäßig zu verteilen, damit sie den universalen Fortschritt des menschlichen und christlichen Friedens, also katholischen, dienen mögen, um Zölle, Bräuche und Bedingungen der Welt zu überwinden, wenn diese Anreize zu Sünden bieten, so dass sie alle den Normen der Gerechtigkeit unterworfen werden und dass sie in der Praxis der Tugend eher förderlich als hinderlich gegenüberstehen. Und das sind zwei Zitate aus jeweils dem vierten Kapitel, oder besser gesagt der vierten Konstitution, weil es gab vier verschiedene, wenn man die auf der vatikanischen Seite mal nachschaut, und da ist das rausgenommen. Also wir sprechen hier von 1964 und was der, Mensch, blöde Maus hier, ey, Entschuldigung,
teilweise schwierig, das zu sehen hier. Was der Saint-Simon also hier im 17., im 18. Jahrhundert wohl gesagt hatte, ist im Grunde ja genau dasselbe, nur spricht er hier von den Jesuiten und nicht von den Katholiken. Ihr müsst natürlich den Zusammenhang sehen. Also jeder, der ein gläubiger Katholik ist, aber nicht Teil ist der Hierarchie der Kirche, ist ein Teil der fünften Kolonne. Ein jeder, der kein Jesuitenpriester ist, aber Teil ausmacht, um den Geist der Jesuiten unter das Volk zu tragen, unter den Menschen auszutragen, ist ein Jesuiten-Koadjutator. Und mit dem Verbot der Jesuiten wurde es natürlich leicht gemacht, den Jesuitenorden wirklich zu säkularisieren. Also mit anderen Worten, in alle Bereiche des Privatlebens, also damit meine ich jetzt alles außerhalb der Kirche, einzudringen. In jeden möglichen Beruf. Selbst der Bäcker von nebenan oder der Schlachter von gegenüber, der Schneider, der Schuhmacher, das können alles Jesuiten sein. Und man weiß es nicht, weil sie eben sich die Losung der Jesuiten auf ihre Fahne geschrieben haben. Aber sie tragen keine Jesuitenkutte. Man kann sie äußerlich da nicht dran erkennen. Und deswegen eben dieses Zitat von dem Saint-Simon, wobei er noch ganz klar sagt, diese Aggregierten, diese Affiliierten oder diese Koadjutoren, Entschuldigung, Koadjutatoren, legen die gleichen Gelübde ab wie die Jesuiten, soweit ihr Stand das gestattet. Das heißt, das Gelübnis ist unbedingten Gehorsam dem General, Ordensgeneral oder Ordensoberen gegenüber. Perende ac cadaver, das, was wir aus dem vierten Eid der Jesuiten kennen, das wird hier natürlich auch von den Laien gefordert. Und zwar einerseits von den katholischen Laien, mehr oder weniger im Zweiten Vatikanischen Konzil, oder eben hier auch von den Aggregierten oder Affiliierten des Jesuitenordens im 18. Jahrhundert nach Aussage des Saint-Simon. Die Gelübde der Armut und Keuschheit sollen sie ersetzen durch Dienste und den Schutz, die sie der Gesellschaft Jesu leisten, besonders aber durch grenzenlose Unterwürfigkeit den Oberen und dem Beichtvater gegenüber. Wenn sie einen Beichtvater haben, wenn sie soweit katholisch sind. Es gibt ja eben auch Leute, wie gesagt, die nicht katholisch sind, die dann den Beichtvater vielleicht nicht haben, aber die haben dann die Unterwürfigkeit gegenüber den Oberen. Der Punkt ist, der hier vorsteht, und das müssen wir gut verstehen, deswegen möchte ich es gerne erklären. Die Gelübde der Armut und Keuschheit sollen sie ersetzen durch die Dienste und den Schutz, den sie der Gesellschaft leisten. Mit anderen Worten, das Gelübde der Armut und der Keuschheit fällt weg. Damit haben die Menschen die Möglichkeit, Reichtum auf dieser Welt zu erwerben. Und durch den Reichtum, den sie erwerben können, Macht zu erwerben, um die Ziele der Jesuiten durchzusetzen. Das heißt, die arbeiten auf einem ganz anderen Niveau. Wenn ich sagte, aber ein Jesuit hat doch geschworen, dass er arm sein muss und alles, naja, arm, okay, alles der Gesellschaft gibt und die Gesellschaft ist reich, oder die Gesellschaft ist nicht reich, es gibt alles der Kirche und die Kirche ist reich. Lest das Buch von die vatikanischen Milliarden von Avro Manhattan, dann versteht ihr, was ich meine. Der Punkt ist, die Menschen bekommen hier die Möglichkeit, eben diese Gelübde der Armut und der Keuschheit nicht ablegen zu müssen. Deswegen können sie, ich sag's mal ganz klar und krass, wie es ist, unkeusch sein. Deswegen können sie in der Welt tun, was sie wollen. Sie können verheiratet sein, sie können aber auch sich Geliebte und Konkubinen und Geishas und Sklaven und was weiß ich nicht alles halten. Und sie müssen sich nicht an die Armut halten, das heißt, sie können reich werden und können natürlich dann sagen von, guck mal, was für ein schönes Leben ich hier habe, das Leben ist doch gut, dafür muss ich halt nur tun, was die Jesuiten von mir wollen. Und so kriegen die Jesuiten die meisten Leute. Gehorcht uns, tut das, was wir wollen und wir werden euch reich machen. Tut das, was wir wollen, gehorcht uns und wir werden dafür sorgen, dass ihr ein glückliches Sexleben führen könnt. Um es jetzt mal ganz krass zu sagen, ja? Und das ist natürlich eingeleitet gewesen mit dem Verbot der Jesuiten Ende des 18. Jahrhunderts, die dann ja mit Macht im 19. Jahrhundert zurückgekommen sind. Und ja, wie sie heute stehen, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, das weiß ein jeder. Und sie haben eben alle Bereiche des säkularen Lebens komplett infiltriert, dass man heute oftmals gar nicht mehr weiß, ist jemand ein Jesuit oder ist das nicht? Ist das ein Jesuiten-Koadjutator oder ist es nicht? Ja? Deswegen finde ich diesen Abwatz von dem Saint-Simon so unglaublich wichtig. Vor allen Dingen, weil er zwar hier über die Jesuiten spricht,
Aber er sagt hier genau das Gleiche, was das Zweite Vatikanische Konzil in einer seiner Verfassungen beschlossen hat. 1964, nochmal, das Vatikanische Konzil von 1964 instruierte Politiker in seiner Verfassung. Hier ist es jetzt nur beschränkt auf Politiker. Aber das ist an anderen Orten, das könnt ihr gerne nachlesen, ich habe die Verfassung teilweise gelesen, das gilt an alle Laien. Das steht hier dann ja auch weiterhin. Instruierte Politiker in seiner Verfassung, ihre politischen Ämter zu nutzen, um die römisch-katholischen Ziele zu fördern. Katholische Laien, wo immer ihr auch seid, also ob ihr jetzt Politiker seid oder andere Berufe habt, ihr alle seid aufgerufen, all eure Energie zum Wohle, Gedeihen und zur Heiligung der Kirche einfließen zu lassen. Ja? Die Kirche an allen Orten und Umständen präsent und wirksam zu machen, denn nur durch euch kann sie zum Salz der Erde werden. So, jetzt lasst uns das nochmal eben in die Jesuiten übersetzen. Also, für die Jesuiten anschauen, und da haben wir genau das, was der Herzog von Saint-Simon hier in seiner Lebzeit zwischen 1675 und 1755 geschrieben hat. Ja? Das Zitat kommt, kann man nachlesen, in Fußnote 23, Louis de Saint-Simon, Mémoire complète et authentique du Duc de Saint-Simon, also die kompletten und authentischen Memoiren des Duc, des Grafen ist das wohl, de Saint-Simon, erschienen in Paris 1873, Teil 12 auf Seite 164. Wollt ihr das gerne mal nachschauen, dann besorgt euch die Quelle, dann könnt ihr das nachlesen. Aber der Autor dieses Buches, Kreml und Vatikan, hat unglaublich wahnsinnig viele Quellen nicht nur angeführt, sondern auch tatsächlich so verlinkt, dass man sie im Grunde, wenn man Zugang dazu hat, auch wirklich finden kann. Und es sind ja einige Dinge, die ich mir aufgrund dieses Buches auch bestellt habe. Andere Bücher, Dokumente reingeschaut und so weiter und so weiter. Und ich habe bis jetzt nie irgendwo etwas gefunden, wo er sich was aus dem Daumen gesogen hat. Außerdem hat ja diese Aussage, wenn der Saint-Simon sie damals getroffen hat, alleine schon deswegen seine Richtigkeit, weil wir das ja bestätigt finden im Zweiten Vatikanischen Konzil des 20. Jahrhunderts. Das ist doch ein nicht zu vernachlässigender Punkt. Wir sprechen ja immer davon, dass Anklagen gemacht werden müssen im Beisein von ein oder zwei oder von zwei oder mehr Zeugen. Aber wenn der Herzog von Saint-Simon hier ein Zeuge ist, dann ist das Zweite Vatikanische Konzil ein anderer Zeuge, auch wenn es da nicht direkt auf die Jesuiten gemünzt ist, sondern auf Katholiken im Allgemeinen. Aber Jesuiten sind doch ein Teil des Katholizismus, oder? Ist eine Geheimgesellschaft innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Also wenn es solche Forderungen für die Katholiken gibt, dann gibt es die automatisch eben auch für die Jesuiten. Und von daher, finde ich, haben wir hier zwei Zeugen, mit denen wir die Anklage untermauern können. Die Politik kommt dabei auf ihre Rechnung durch die sichere Hilfe dieser heimlichen Bundesgenossen. Dieser Satz, den man leicht so überliest, muss man halt richtig gut verstehen. Die Politik kommt dabei auf ihre Rechnung durch die sichere Hilfe dieser heimlichen Bundesgenossen. Das heißt, diese heimlichen Bundesgenossen machen Teil aus der Politik, machen Teil aus der Regierung. Hier haben wir einen Hinweis auf die Schattenregierung. Hier haben wir einen Hinweis darauf, wie die Regierung, die wir nach außen hin kennen, nach innen hin arbeitet, um konform mit Rom zu arbeiten. Deswegen ist dieser letzte Satz aus dem Zitat so wichtig. Jetzt habe ich fast 20 Minuten damit verbracht, diesen kleinen Absatz zu besprechen, aber ihr seht, wie wichtig das ist, das richtige, tiefe Verständnis dafür zu haben. Dass man über so etwas nicht einfach drüber herlesen muss, sondern man muss sich sagen von, warte mal, die Jesuiten haben unter den Laien, stets haben die Jesuiten unter den Laien, die zu ihrer Gesellschaft gehören, Leute aus allen Berufen? Ja, ich dachte, die Jesuiten sind nur Priester. Nein, eben nicht. Es gibt eben auch die Koadjutoren aus dem Laienstand. Diese Tatsache ist gewiss. Die Aggregierten legen die gleichen Gelübde ab wie die Jesuiten, soweit ihr Stand das gestattet. Na, je nachdem, welchen Beruf sie haben, können sie die gleichen Gelübde ablegen. Aber die Gelübde der Armut und der Keuschheit sollen sie ersetzen durch die Dienste und den Schutz. Und dafür werden sie mit Reichtum und Freiheit, zwischen Anführungszeichen sexueller Freiheit, ihre Lüste zu frönen oder was auch immer, belohnt. Ja? Weil sie eben da der Gesellschaft Jesu Dienste leisten. Aber sie müssen eine grenzenlose Unterwürfigkeit den Oberen und dem Beichtvater gegenüber haben. Perende ac cadaver, das heißt, was der Obere, was der General der Jesuiten oder was der Beichtvater ihnen sagt, das ist Gesetz.
kein eigenes Gewissen, keine eigene Moral haben, sondern alles zur Seite schieben und gehorchen wie ein Stock in der Hand eines alten Mannes. Ich hoffe, ich habe den Punkt deutlich gemacht. Der Autor fährt fort und sagt auf Seite 187 dann: Louis Napoleon hat zwar nach seiner Bedrohung durch verschiedene Attentate versucht, sich seinen Verpflichtungen gegenüber den Jesuiten zeitweilig zu entziehen, suchte diese indessen zumal durch den Einfluss seiner Gattin dennoch zu erfüllen. Dadurch geriet er jedoch wieder in Gegensatz zu der Politik der Gegner der Jesuiten. Die freimaurerische Zeitschrift Latomia erklärte nach dieser Thronbesteigung des abtrünnigen, zwischen Anführungszeichen, Bruders, ne, also gesehen aus der Freimaurerei, ja, Bruder, Frère Masson, Freimaurer Bruder, die mit Hilfe der Jesuiten erfolgt war und auch nur mit deren Hilfe erfolgen konnte, ausdrücklich und offiziell, Zitat: Es ist in der gesamten Maurerwelt anerkannt und durch zahlreiche unableugbare Tatsachen dargetan und bewiesen, dass der Freimaurerbund seine erbittersten Gegner in den Jesuiten gefunden hat. Ende Zitat. Ist doch schön wieder einmal dargestellt und geleugnet, dass man zusammenarbeitet. Nein, das sind unsere größten Feinde. Ja. Die Hamburger Großloge hatte bereits im Jahre 1841 in einem Bericht an die Großloge von New York auf die jesuitische Gefahr hingewiesen. Laut Latomia hieß es darin unter anderem, Zitat: Der Jesuitismus, diese hundertköpfige Hydra, lüftet bald hier, bald dort ein Haupt, welches, obgleich kriechend oder versteckt, doch bemerkbar ist. Ende Zitat. Man traf auf dieser Seite entsprechende Maßnahmen. Der anonyme Verfasser des Buches Le Dernier des Napoleon, das im Jahre 1872 nach dem Sturz Napoleons III. In Paris erschien, sagt dazu, Zitat: Napoleon hatte ehemals den Carbonari geschworen, die Unabhängigkeit und Einigung Italiens ins Werk zu setzen. Von dem Tage an, als er zur Herrschaft gelangt war, schreitet das Gespenst im Schatten hinter ihm, die Schwurformel in einer Hand, den Dolch in der anderen, bedrängt seine Abende, erschreckt seine Nächte, indem es ihm den Beschluss der Loge der Rächer andeutet, in welcher 40 Verschworene durch das Los bezeichnet waren, Napoleon niederzumachen, wenn er seine Versprechungen gegen Italien nicht verwirklichte. Der Graf Arese langte in den Tuilerien an und rüttelte seine Trägheit auf, indem er ihn auf die Gefahr hinwies, welche ihn bedrohte. Ende Zitat. Es wurden dann verschiedene Attentate auf Napoleon III. Geplant und ausgeführt. Es galt, den alten Carbonaro Louis Napoleon Bonaparte wegen Eidbrüchigkeit zu bestrafen und einen Akt revolutionärer Feme an ihm zu vollziehen. Denn das Empire, das Imperium ist der Jesuitismus. Ne? Wir hatten ja davor bereits gelesen, das Imperium ist Frieden. Nein, ist Jesuitismus. Das ist genau das Gegenteil von Frieden. Der Jesuit Pachtler sagte zu derartigen Fällen, es sei eine, Zitat, von niemandem anzuzweifelnde Tatsache. Erstens, die Freimaurerei hat ein Tribunal, vor welchem auch Könige und Kronprinzen als Brüder zu erscheinen haben. Also als Gleiche. Zweitens, also wird der Souverän untertan der königlichen Kunst. Drittens, er kann möglicherweise zu jeder Strafe, auch zum Tode, von jenem Tribunal verurteilt werden. Die Exekution überlässt man einem Bruder, Pianori oder Orsini, und bezahlt ihm das Honorar einer klingenden Million. Diese freimaurerischen Morde finden übrigens auch heute noch statt. Und ich meine, es war im Jahre 1982, da hatten wir ja unter der Blackfriars Bridge, unter der Schwarzbrüderbrücke in London, den vatikanischen Banker baumeln, dessen Name ich die ganze Zeit hatte, deswegen wollte ich das jetzt erwähnen, und jetzt erwähne ich es und da fällt mir sein Name nicht mehr ein. Muss ich nochmal eben nachschauen. Ja, das war Roberto Calvi, das könnt ihr gerne mal nachschauen. Ne? Die ganze Zeit geistete mir der Name im Kopf rum, um den zu sagen in dieser Sendung. Und dann erwähne ich ihn und dann ist der Name weg. Naja,
weiter fährt es im Buch fort und sagt, Pianori und Orsini waren zwei Attentäter gegen Napoleon III. Indessen spielte bei diesen Attentaten das Honorar keine Rolle. Es waren offenbare politische Überzeugungstäter, die nach Meinung des Verfassers des Buches Le Dernier de Napoleon, also die letzten des Napoleon, die letzten Tage oder was immer, den Beschluss der Loge der Rächer auszuführen hatten. Vermutlich bezog sich der Jesuit Pachtler bei der Annahme einer klingenden Million auf eine Veröffentlichung des französischen Blattes Courrier de Lyon vom 9. Dezember 1870. Dort wurde nämlich behauptet, die Delegierten des RRG und der FRI hätten am 26. November 1870 den König Wilhelm I. von Preußen, Bismarck und Moltke zum Tode verurteilt. Für die Durchführung des Urteils, so hieß es, sei 1 Million Franken bewilligt, zahlbar an die Vollstrecker oder ihre Erben durch die 7 Zentrallogen. Das ist auch erschienen in Graf Bismarck und seinen Leute während des Kriegs mit Frankreich, 7. Auflage, Seite 462, erschienen in Leipzig 1889. Busch sagt allerdings vorsichtig zu dieser Meldung des französischen Blattes, Zitat, die Sache ist kaum glaublich. Ende Zitat. Aber Pachtler hat diese Sache doch wohl nach seinen Informationen für glaublich gehalten. Die Jesuiten verfügen ja allerdings noch über andere, geheimere Nachrichten. In einer Fußnote schreibt der Autor hier, Pachtler an anderen Orten, Seite 245. Die Jesuiten vergessen indessen ihre eigenen Schriften, welche den Fürstenmord verteidigen und empfehlen. Ich erinnere hier an INRI. Falls die Interessen der Kirche oder ihres Ordens beeinträchtigt werden. Wir nennen hier nur die folgenden Schriften. Johannes Mariana, De Rege et Reges Institutione, aus Toledo, 1599. Franco Suarez, Defensio Fidei Catholica, Köln, 1614. Adam Tanner, Universa Theologia Scholastica, Ingolstadt, 1627. Und Clarus Bonarsicus, Amphit Honoris, 1606, erschienen auf Seite 100. Der fanatisch-katholische König Philipp II. Von Spanien hatte schon zuvor in der Praxis für die Ermordung seines politischen Gegners, des Prinzen Wilhelm von Oranien, dessen Mörder auf sein königliches Wort und als Diener Gottes den Betrag von 25.000 Kronen zugesagt und versprochen, ihn in den Adelstand zu erheben. Der Mord wurde dann von dem durch die Jesuiten begeisterten Balthasar Gerard am 10. Juli 1584 tatsächlich ausgeführt. Und darüber hatten wir auch in dem Buch von Griesinger gesprochen. Also, Pachtler schreibt hier in seinem Buch, die Jesuiten vergessen indessen ihre eigenen Schriften, welche den Fürstenmord verteidigen und empfehlen, falls die Interessen der Kirche oder ihres Ordens beeinträchtigt werden. Und wir wissen aus dem 4. Eid der Jesuiten, dass die Worte INRI, Justum Necker Regis Impius, eben genau dafür stehen, dass es gerecht ist, pietätlose oder ungerechte, natürlich ungerecht im Sinne der römisch-katholischen Kirche oder der Jesuiten, Herrscher zu beseitigen. Ja, Königsmord. Louis Napoleon, fährt der Autor fort, war aber nicht nur den Carbonari, sondern auch den Freimaurern gegenüber eidbrüchig geworden. Nun, schaut, Louis Napoleon hat also Gelübde abgelegt bei den Carbonari, er hat Gelübde abgelegt bei den Freimaurern und er hat Gelübde abgelegt bei den Jesuiten. Jetzt könnt ihr sagen, ja, aber dann schwört er ja hier und da überall einen Meineid. Dadurch ist er ja sowieso schon in Ungnade gefallen und durch Meineid hat er ja sowieso schon seine Erlösung verloren, weil man darf ja nicht lügen und man darf nicht schwören, alles drum und dran. Ja, also, dass man nicht lügen darf und nicht schwören darf, das sind keine Regeln der Kirche, das sind Regeln der Bibel. Das interessiert einen Freimaurer, einen Carbonari und einen Jesuiten überhaupt nicht. Aber die römisch-katholische Kirche gestattet Meineide, wenn diese Meineide gebraucht werden, um zur größeren Ehre Gottes zu führen, also zur größeren Ehre der römisch-katholischen Kirche. Wenn die Ziele der römisch-katholischen Kirche damit erreicht werden oder in die Nähe rücken, erreicht zu werden, dann darf man
auch solche Eide ablegen und diese Eide dann später brechen. Mit dieser selben geistigen Reservation tun das heute alle Politiker, wenn sie sagen, ich schwöre, die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen, oder der amerikanische Präsident, ich schwöre, die Freiheit von Amerika und des amerikanischen Volkes zu verteidigen und sie gegen innere und äußere Feinde zu verteidigen und bla 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 bla. Das kann der alles sagen, da kann er drauf schwören, da kann er auf die Bibel schwören, da kann er schwören, worauf er will. Die Kirche spricht ihn dadurch frei, durch geistige Reservationen, weil er das nur sagt, um die Kirche näher zu ihrem Ziel zu bringen. Und deswegen ist es vollkommen egal, ob Napoleon bereits den Carbonari irgendwelche Eide geschworen hat, ob er den Freimaurern irgendwelche Eide geschworen hat. Die römisch-katholische Kirche akzeptiert jeden Eidesbruch, wenn es ihren Zielen dient. Also, Napoleon war nicht nur den Carbonari, sondern auch den Freimaurern gegenüber eidbrüchig geworden. Das scheint ihm bewusst gewesen zu sein. Nach dem Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 waren die Freimaurerlogen zunächst geschlossen worden. Ja, es lag bereits ein Dekret vor, durch welches die Freimaurerei in Frankreich überhaupt verboten werden sollte. Zu dieser Maßregel hatte sich der neue Präsident vermutlich unter Druck seiner klerikalen und jesuitischen Helfer entschlossen. Als Napoleon III. Dann durch das Plebiszit zum Kaiser der Franzosen ausgerufen worden war, gelang es dem Grand Orient de France, jenem freimaurerischen Dachverbande, sich dem gegenwärtigen Regierungssystem zu nähern und die gefährdete Existenz der Logen zu sichern. Wie die freimaurische Zeitschrift Latomia im Jahr 1854 schrieb. Der von Napoleon III. Zum Großmeister ernannte General Magnan, später General Mellinet, sollte die Hoch- und Rachegrade abschaffen. Das war nach den auf den Kaiser verübten Attentaten verständlich. Denn, so begründet die Latomia, diese Maßnahme, der Verdacht wird immer bleiben, wenn man bei den höheren Graden, namentlich den Rachegraden, verharrt, dass wie früher der Dolch praktisch gebraucht wurde, in Verschwörungen gegen die gesetzmäßigen Herrscher, dasselbe auch jetzt noch seine Anwendung finden könnte. Ende Zitat. Das heißt implizit, der Dolch wurde von den Rachegraden tatsächlich gebraucht. Im Bedarfsfall wurde also gemordet. In dem Buch Le Dernier de Napoleon wird sogar von einer Loge der Rächer gesprochen. Allerdings bediente man sich bei jenen Attentaten des 19. Jahrhunderts nicht mehr des Dolches, wie die von Jesuiten inspirierten Mörder Clément und Ravaillac bei ihren Mordtaten an den französischen Königen Heinrich III. Im Jahre 1589, der Urheber des Edikt von Nantes, und Heinrich IV. Im Jahre 1610, der eben dieses auch noch bestätigt hatte, sondern man zog Bomben und Schusswaffen vor, wie man dann ja auch 1605 gemacht hat in dem Schießpulverkomplott zum Beispiel. Wenn die Freimaurer den Dekabristen in Russland nicht aktiv genug waren, wie es der Kompromiss mit Napoleon III. Zeigt, so waren die Carbonari jedenfalls tatbereiter. Aha. Wenn die Freimaurer den Dekabristen nicht aktiv genug waren in Russland, so waren die Carbonari tatbereiter. Also, hier wird dann eben die Aktion Entschuldigung. Auf eine andere Seite hinübergetragen. Von den Freimaurern zu den Carbonari oder von der rechten in die linke Hand. Aber nicht nur die Freimaurer, auch die Juden waren kompromissbereit. Noch im Jahre 1852 hatte der einflussreiche jüdische Großbankier Fould von Napoleon III. Gesagt, Zitat, dieser Schuft ist imstande, von mir Geld zu borgen. Dann wurde er Finanzminister und stellte die Verbindung des Judentums mit dem Kaiserreich her. In dem Buch Le Dernier de Napoleon wird dazu gesagt, Zitat, man könnte diese Periode mit Ankunft der Juden überschreiben. Noch hat man nicht die Thronerhebung der Juden durch Napoleon den Dritten ins Auge gefasst. Ende Zitat. Es waren zumal drei Bankiers, die damals Einfluss gewannen.
Der demokratische Dichter und Revolutionär Georg Herwegh hat sie in seinem Gedicht Die drei Juden des Kredits genannt und verspottet. Zitat. Drei Juden, die merke dir, Aktien schwer, von wegen deines Papieres, den Rothschild merke, den Isaac Perer, und merk dir auch den Mieres, und merk dir, Schwindler überhaupt, der Schwindel dauert, solange man dran glaubt. Rothschild, Perer und Mieres. Und was wissen wir aus Herrschen des Bösen über die Rothschilds? Auf Seite, wenn ich mich nicht irre, 161 des Buches. Wenn wir die Enzyklopädie Judaica online uns anschauen, unter dem Artikel Rothschild steht, dass die Rothschilds die Wächter des päpstlichen Schatzes, des Vatikanschatzes sind. Und alle ihnen unterstellten Banker natürlich. Also sind die Juden, Rothschild und Affiliierte Mitarbeiter des Vatikans. Laien der römisch-katholischen Kirche nach den Konstitutionen des Zweiten Vatikanischen Konzils im 20. Jahrhundert, aber bereits vorher schon, wie ja der Saint-Simon bemerkt hatte, wo wir ja Anfang dieser Sendung drüber gesprochen hatten. Das sind eben Menschen, die die jesuitischen Ziele verfolgen, ohne selbst Jesuiten zu sein, Jesuiten-Koadjutoren. Und das kommt ja hier in diesem Gedicht wunderbar hervor, nicht wahr? Georg Herwegh hat von den drei Juden des Kredits, hat sie genannt und hat sie verspottet. Drei Juden, die merke dir, Aktien schwer, von wegen deines Papieres. Den Rothschild merke, den Isaac Perere, und merk dir auch den Mieres. Und merke dir, Schwindler überhaupt, der Schwindel dauert, solange man dran glaubt. An wie viele Schwindel, also Lügen, in dieser Welt glauben die Menschen heute eigentlich? Und deswegen dauert der Schwindel und die Lüge eben auch an. Es handelte sich indessen in jenen Jahren, oder überhaupt, fährt der Autor fort, nicht nur um den aufblühenden Börsenschwindel, sondern um den politischen Schwindel. Zum Beispiel den mexikanischen Kaiserschwindel, an dem Napoleon III., der Bankier Jecker und der Papst Pius IX. Jeder in seiner Art beteiligt waren. In Frankreich begannen die Bankiers auch bald, in der Politik mitbestimmend zu wirken. Wie war das letztens in Deutschland vor einigen Jahren, dass die Deutsche Bank die Papiere geschrieben hat, die die Bundesregierung dann umgesetzt hat? Ne? Ich erinnere mal an die Zeiten des europäischen Stabilitätsmechanismus da, ESM, vor einigen Jahren, wann war das, 2013, 14, 15 in der Zeit ungefähr? Ne? In Frankreich begannen die Bankiers auch bald in der Politik mitbestimmen zu wirken. In Deutschland haben sie das also auch getan. Zumindest da im 21. Jahrhundert. Über andere Momente, da sprechen wir jetzt besser nicht drüber. Heinrich Heine hatte dies bereits bei seinem Aufenthalt in Paris bemerkt. Er schrieb über diese Finanzherrschaft das folgende, Zitat. Man merkt jetzt, dass es noch etwas Kläglicheres gibt als eine Mätressenherrschaft. In dem Boudoir einer galanten Dame ist noch immer mehr Ehre zu finden als in dem Comptoir eines Bankiers. Ende Zitat. In dem Boudoir einer eleganten Dame ist noch immer mehr Ehre zu finden als in dem Comptoir eines Bankiers. Das ist ein Satz, den müsste man sich mal einrahmen und auf der Zunge zergehen lassen. Wie jene Bankiers in dieser Zeit der europäischen Wirren und Revolutionen arbeiteten, hat der katholische Priester Gaston Ritter an Vorgängen während des Spanischen Bürgerkriegs geschildert. Er schrieb, Zitat, im Jahre 1835 war in Spanien wieder einmal Bürgerkrieg zwischen den Carlistos und Cristinos. Die Familie Rothschild hat den Cristinos 16 Millionen Franken geliehen. Jetzt drängte sie auf Rückzahlung. Um diese zu erreichen, bestach sie den Minister Grafen Torello mit einer Summe von 2.100.000 Frank. Tatsächlich erhielten die Rothschilds auf diese Weise das Geld zurück.
Dann taten sich die Häuser Rothschild zusammen und spielten in den spanischen Fonds Alabes. Für diese Operation am Vermögen des spanischen Volkes spendierten sie 1.800.000 Pfund Sterling. Infolge dieses Spieles fielen die spanischen Renten von 70 auf 35 und Tausende von Besitzern spanischer Papiere verloren 2/3 ihres gesamten Vermögens. Die Rothschilds aber verdienten bei dieser ganzen Geschichte so ungeheuer, dass das Schmiergeld an den Minister Grafen Toreno im Betrage von 2.100.000 Franken nach den eigenen Worten des Salomon Rothschild dagegen nur un pot de vin, ein Trinkgeld blieb. Oder wie hat der Vorsitzende der Deutschen Bank das damals genannt, den Verlust? Das sind Peanuts, nicht wahr? Un pot de vin, ein Trinkgeld, sind die Peanuts des 18. Jahrhunderts hier in diesem Fall. Salomon Rothschild schrieb an Metternich nach Wien, dass Don Carlos, der spanische Prätendent, sein Emporkommen großenteils nur dieser Geldoperation zu danken habe. Verraten Sie aber nicht unser Geheimnis, denn wie viele würden nicht Todesrache an uns nehmen wollen für ihr erlittenes Unglück? Ende Zitat. Aus dem österreichischen Hof- und Staatsarchiv. Fußnote 30. Aus dem Werk von Gaston Ritter, Das Judentum und der Schatten des Antichrist. Zweite Auflage, Graz 1933. Da dieses Buch von den bischöflichen und kirchlichen Zensurbehörden geprüft und mit den Prädikaten nihil obstat und imprimatur versehen ist, also kein Widerspruch und imprimatur, also Erlaubnis zum Drucken, dürften diese Nachrichten auch von uns nicht zu beanstanden sein und werden wohl den Tatsachen entsprechen. Jedenfalls erkennen wir, wie derartige finanzielle Transaktionen das politische Geschehen hintergründig beeinflussten. Interessante Fußnote, nicht wahr? Verraten Sie aber nicht unser Geheimnis, denn wie viele würden nicht Todesrache an uns nehmen wollen für ihr erlittenes Unglück? Versteht ihr jetzt, wo dieser Judenhass herkommt? Die aber nicht für die Juden stehen, sondern die im Grunde für Katholiken stehen, aber natürlich sich dahinter verstecken, hinter dem Judentum und den Katholizismus nicht offenbar machen, weil sie eben Koadjutatoren des Jesuitenordens oder eben willige Laien der römisch-katholischen Kirche sind und alles in ihrer Macht tun, um die Ziele der römisch-katholischen Kirche zu verfolgen und zu erreichen? Vielleicht hing mit dieser Bankiersherrschaft und dem Wiedererstarken der Freimaurerei ein Nachlassen in den jesuitischen Beziehungen Louis-Napoleons zusammen. Der Jesuit Koch schreibt nämlich in dem bereits genannten Jesuitenlexikon, dass die Jesuiten in der ersten Zeit des Kaiserreichs große Bewegungsfreiheit genossen, so dass bis 1854 schon 14 Unterrichtsanstalten von ihnen geleitet wurden. Seit 1859, also nur 5 Jahre später, aber wurde die Spannung zwischen der kaiserlichen Regierung und der öffentlichen Meinung unter Katholiken sowohl als auch unter den republikanisch gesinnten Liberalen, die meist Freimaurer waren, so stark, dass die Unterrichtsfreiheit Gefahr lief und die Jesuiten in beständiger Furcht vor Verfolgungen, ja, der Verbannung lebten. Ende Zitat. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, um zu verstehen, dass die Jesuiten sich hinter Laienberufen verstecken. Der Freimaurer Dr. Köthen hat einmal geschrieben, Zitat, die Anschauungen wie die Stimmungen des überwiegenden Teiles der Bevölkerung jedes Landes sind stets durch geheime Weisungen und Parolen beeinflusst worden, welche die Freimaurer des betreffenden Landes von ihren Oberen empfingen. Ende Zitat. Dann wäre es also sehr wohl möglich, dass auch die öffentliche Meinung im kaiserlichen Frankreich auf diese Weise beeinflusst worden war. Ha? Bitte? Die Anschauungen wie die Stimmungen des überwiegenden Teiles der Bevölkerung jedes Landes sind stets durch geheime Weisungen und Parolen beeinflusst worden, welche die Freimaurer des betreffenden Landes von ihren Oberen empfingen. Und jetzt lasst uns mal die Freimaurer, Schrägstrich Jesuiten, Schrägstrich katholische Kirche schreiben
Da macht der Sinn, der Satz ja wohl heute auch noch unglaublich viel Sinn, nicht wahr? Dann wäre es also wohl sehr womöglich, dass auch die öffentliche Meinung im kaiserlichen Frankreich auf diese Weise beeinflusst worden war. Dann wäre es also sehr womöglich, dass auch die öffentliche Meinung im bundesrepublikanischen Deutschland, im demokratischen Vereinigten Staaten von Amerika, überall in der sogenannten freien Welt auf diese Weise beeinflusst worden war? Eine Frage, die ich mal so in den Raum werfe. Zitat: Der Kaiser beugte sich einer dunklen Macht, die ihn unerbittlich vorwärts trieb und deren Einfluss er sich nicht entziehen konnte. Ende Zitat. So schrieb der Napoleon-Biograf Adolf Ebeling über den Einfluss der Carbonari bzw. der Freimaurer in einem Buch erschienen 1894. Das gilt natürlich vom Einfluss der Jesuiten ebenfalls, sagt der Autor und sticht damit natürlich in die Wunde, die ich gerade eben schon aufgemacht habe. Zwischen der Beeinflussung dieser beiden dunklen Mächte, ein Ausdruck, der in dem Anastasia-Prozess, wie wir uns erinnern, des Jahres 1961 auffiel, hin und her lavierend, betrieb Louis Napoleon eine zweieckslehrische Politik, die zwar zunächst ungewöhnlich erfolgreich war, aber schließlich ins Verderben führte. Der Bismarck nahestehende R.V. Keudel schrieb über die politischen Erfolge und das Ansehen Louis Napoleons, Zitat: Bismarck erzählte gern von den Eindrücken der in Paris verlebten Augustwochen. Der Kaiser Napoleon galt damals in der öffentlichen Meinung Deutschlands als einer der klügsten Männer der Welt, dem wie durch Zauber alles zu gelingen schien, was er unternahm, und dessen geheimen oder offenbaren Einfluss man bei allen Vorkommnissen in Europa als selbstverständlich zu betrachten gewohnt war. Bismarck aber schilderte ihn anders aufgrund mehrfacher Beobachtung. Sein Verstand, meinte er, also Napoleons, sei keineswegs so überlegen, wie es die Welt glaube, und sein Herz nicht so kalt. Ende Zitat. Bismarck nannte Napoleon III. Eine Incapacité méconnue, eine verkannte Unfähigkeit, und sagte später einmal, Zitat: Mit seiner Intelligenz ist's nicht weit her. Ende Zitat. Hier deckt sich Bismarcks Meinung mit der Meinung des Prinzen Jérôme Napoleon, dem Vetter Napoleons III. Dieser sagte nämlich einmal von seinem gekaiserten Vetter Louis Napoleon, Zitat: Mag sich Frankreich doch verhehlen, dass es ein Gänserich für einen Adler nahm. Das begreift sich, man gibt nur schwer zu, sich so getäuscht zu haben. Aber dass ganz Europa in die Ketzerei verfällt, diesen Menschen Napoleon III. Für intelligent zu halten, das streift an das Wunderbare. Ende Zitat. Nun, das Wunderbare wird sehr offenbar, wenn man die jesuitisch-klerikale Propaganda kennt, die in ganz Europa für Napoleon III. Gemacht wurde, solange er seine Politik betrieb, die dem Vatikan genehm war. Hoho, da haben wir's! Solange er eine Politik betrieb, die dem Vatikan genehm war. Der Heilige Stuhl hat alles gegen sich, was in Europa liberal heißt, klagte Napoleon III. Am 20. Mai 1862 dem französischen Außenminister Thouvenel. Dennoch kehrte er, zumal unter dem Einfluss der Kaiserin Eugenie, immer wieder zu der klerikalen Politik zurück. Der Prinz Jérôme Napoleon, der übrigens als Freimaurer liberal dachte, sagte dazu: Der Kaiser wagte nicht aus Furcht vor der klerikalen Partei, welche seine Umgebung ihm als sehr einflussreich darstellte, die weltliche Herrschaft des Papstes in Rom preiszugeben, die er doch nach seiner inneren Anschauung verurteilte. Ende Zitat. Die Führerin jener klerikalen Partei war die Kaiserin Eugenie. Ihre Biografin Clara Tschudi hat dazu geschrieben, Zitat: Bei der Dankbarkeit gegen die Gottheit, die sie wahrhaft beseelte, folgte Eugenie nur einem inneren Drange, wenn sie auf alle die Wünsche der Pfaffen einging, und so stellte sie sich unverhohlen an die Spitze der klerikalen Partei. Sie setzte sich mit einem Eifer ohnegleichen für die Aufrechterhaltung der päpstlichen Macht ein. Sie tat alles, um den Geist des Katholizismus in seiner ganzen Strenge im ganzen Lande wiederzuerwecken. Schonungslos verfolgte sie diejenigen, die nicht blind an der alten Kirche festhielten. Sie beurteilte, bis auf wenige Ausnahmen, die Personen ihrer Umgebung je nach ihren religiösen Anschauungen. Ende Zitat.
Es ist nun ein merkwürdiges Spiel der Geschichte, dass Yvonne, die Gattin des autoritären Staatspräsidenten der 5. Französischen Republik, des Generals Charles de Gaulle, heute, also genau nach 100 Jahren, den gleichgerichteten Einfluss ausübt wie Eugénie, die Gattin des gekaiserten Staatspräsidenten der 2. Französischen Republik, Louis-Napoleon Bonaparte. Die Wochenzeitung Die Zeit vom 1. November 1963 schrieb darüber, Zitat: Madame de Gaulle spielt neben dem General eine sehr imponierende Rolle. Wenig bekannt ist bei uns, dass sie, eine strenge Katholikin, sich in moralischen Fragen an die gaullistischen Staatsgeschäfte einmischt, Geschiedene werden im Élysée-Palais nicht empfangen und geschiedene Beamtinnen haben durch ihren Einspruch weniger Chancen, befördert zu werden. Nach Madame de Gaulles Meinung sind geschiedene Frauen als Lehrerinnen ungeeignet. Ende Zitat. Nun, Madame Clion, die Göttin der Geschichte, ist als Lehrerin desto geeigneter. Sie veranstaltet nämlich hier einen Wiederholungsunterricht für alle die unaufmerksamen Schüler, die das Klassenziel des vorigen Jahrhunderts noch nicht erreicht haben. Die klerikale Beeinflussung der französischen Politik durch Eugénie führte Louis-Napoleon, wie er selbst sagte, einem zerschmetternden Unglück entgegen. Es ist kaum anzunehmen, dass die klerikale Beeinflussung der französischen Politik durch Madame de Gaulle glückbringender sein wird. Der Heilige Stuhl hat alles gegen sich, was in Europa liberal heißt, schrieb Louis-Napoleon im Jahre 1862 sehr einsichtig. Dennoch ließ er sich durch seine Gattin bestimmen, die klerikale Politik fortzuführen. Ist dies heute etwa anders? Hat nicht der Heilige Stuhl heute außer den Liberalen noch die aggressiveren Kommunisten gegen sich? Ils n'ont rien appris. Sie haben nichts gelernt. Meine lieben Brüder und Schwestern, einen letzten kleinen kurzen Kommentar müsst ihr mir hier zugestehen, die ich hier eben nochmal sagen möchte. Also, der Heilige Stuhl hat alles gegen sich, was in Europa liberal heißt, schrieb Louis-Napoleon im Jahre 1862 einsichtig. Und im Jahre 1864 bringt Papst Pius IX. Den Syllabus der Fehler raus, wo er alle liberalen Regierungen in dieser Welt verdammt. Hatte Napoleon nun recht? Hatte Napoleon nun Einsicht? Wusste Napoleon, wofür die römisch-katholische Kirche steht? Natürlich, als Carbonari, als Freimaurer und als Jesuitenkoadjutator wusste er das ganz genau. Und deswegen kann er eben das auch schreiben. Der große österreichische Dichter Franz Grillparzer sprach seine Meinung über Louis-Napoleon in dem im Jahre 1852 verfassten Zeitgedicht Napoleon III. Klar und deutlich aus. Dieser österreichische Dichter sagte nämlich über Napoleon, Zitat: Von seiner Weisheit tönet ein Geschrei bis in Europas letzten Winkel. Mir scheint er klug aus Schurkerei und dumm aus Eigendünkel. Und damit schließen wir das Kapitel Revolution in Europa ab und fahren nächstes Mal auf Seite 196 fort mit dem neuen Kapitel Der Kampf geht weiter. Unser Ausflug in das restliche Europa, so nenne ich es mal eben, ist hiermit momentan beendet. Und wir werden dann nächstes Mal fortfahren, wo es wieder zurück nach Russland geht. Ich hoffe, dass ich euch die Augen in einigen Dingen geöffnet habe und dass ihr noch einmal seht oder gesehen habt und gelernt habt, wie wichtig es ist, diese vielen verschiedenen Bücher zu kennen und das Wissen, was darin steht, sich anzueignen, zu überprüfen und natürlich schlussendlich gegen die Bibel zu halten. Und wenn wir das machen, wenn wir das wirklich machen, dann haben wir doch jetzt, glaube ich, festgestellt, ganz klar, dass wir im Reich des Antichristen leben.
Wir müssen also nicht warten auf einen Antichristen, der irgendwann 7 Jahre vor Jesus Christus wiederkommt, hier auf der Erde erscheint, zumal wir gar nicht wissen, wann Jesus Christus kommt. Nein, der Antichrist war schon immer bei uns. Seit der Zeit, wo er von Paulus im 2. Thessaloniker Kapitel 2 angekündigt wurde. Der, der jetzt aufhält, muss aus dem Weg geräumt werden, damit der Sohn des Verderbens, der Mann der Sünde, offenbart werden kann. Das Papsttum. Mit all seinen Helferlein, mit all seinen helferischen Orden, ob es jetzt katholische Orden sind oder ob es nicht katholische Organisationen sind, nicht Regierungsorganisationen sind, ob es Freimaurertum ist, das von den Jesuiten geleitet wird, die Jesuiten, die die Sturmtruppen des Vatikans waren und sind und die ihr volles Geschütz auffahren, ganz sicher jetzt, im Augenblick, im 21. Jahrhundert, was wir deutlich merken. Und der Kampf, der bereits 5 Jahrhunderte andauert, oder länger sogar schon, mit der Teilung der orthodoxen Kirche in die römisch-westliche auf der einen Seite und die orthodoxe auf der anderen Seite, beide katholisch, dieser Kampf geht langsam in eine beschließende Phase. Und diese Phase besprechen wir in der Sendung Moderne Kriege. Und das Wissen, das in diesem Buch Kreml und Vatikan vermittelt wird, ist sehr nützlich neben der Studie der modernen Kriege und neben der Studie der Bibel. Weil, lasst mich doch gerne mal mit etwas Positivem schließen. Was auch immer in dieser Welt passiert, es kann uns Christen doch nicht erschüttern. Denn wir sind freigemacht mit dem Frieden, den Jesus Christus uns gibt. Nicht den angeblichen Frieden, den die Welt gibt, sondern den Frieden von Jesus Christus. Wir sind freigemacht mit der Wahrheit durch Jesus Christus. Denn er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. The way, the truth and the life. Die Wahrheit in Jesus Christus ist eine andere Wahrheit als die in der Welt. Weil hier in der Welt wird die Wahrheit immer verdreht zum Vorteile desjenigen, der sie ausspricht. Seine Wahrheit zählt. Für mich und für jeden Christen zählt nur die Wahrheit des Wortes Gottes und des Sohnes Gottes, Jesu Christi. Von daher, bis zum nächsten Mal. Bitte lest und studiert auch eure Bibel. Shalom, Maranatha.